Ja, ihr Lieben, wisst ihr, ich beschäftige mich aktuell wieder sehr, sehr stark mit dem Monsterverse und lese mir auch einfach gern so ein paar Comics durch zum Thema Godzilla, zum Thema Kong, zum Thema Monsterverse an sich. Und ihr da draußen, ihr habt mir eine sehr interessante Frage gestellt, nämlich die Frage: Tobi, sag mal, du hast dich ja bei Godzilla Kong The New Empire so ein bisschen darüber gestört, dass der Film sich sehr abgeschlossen anfühlt. Das ist eine Sache, die ist mir wirklich negativ aufgefallen, da ich der Meinung bin, wenn du ein Monsterverse aufbaust, solltest du vielleicht auch irgendwo mit dem Aufbau beginnen. Bisher haben wir diesen Aufbau eben noch nicht gehabt. Deswegen habt ihr mich gefragt, naja, was wären so deine Idee? Was würdest du sagen? Wie würdest du ein Monsterverse angehen? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und genau darüber sprechen wir jetzt mal. Denn während einer längeren Autofahrt ist mir die große Erleuchtung gekommen. Währenddessen habe ich für euch mal ein kleines Video aufgenommen, tatsächlich im Auto, und euch meine Idee, mein Pitch für das perfekte Monsterverse geliefert. Zumindest meiner Meinung nach. Deine Gedanken dazu kannst du mir am Ende gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt legen wir erstmal los. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr Lieben, es geht weiter mit den wunderschönen Autofahrvideos. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare unten rein, wie das so für euch rüberkommt. Das wird jetzt nicht standardmäßig so sein, aber eben wenn ich halt eine längere Fahrt vor mir habe, finde ich die Idee einfach sehr praktisch zu sagen, okay, pass auf, ich fahre jetzt noch eine Stunde Auto und spucke. Da kann ich auch einfach so ein, zwei Videos für euch aufnehmen. Wenn das für euch okay ist, wenn das auch vom Ton her so passt, schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Eine Frage, die ich von euch bekommen habe, die ich eigentlich sehr interessant finde, über die ich jetzt hier mal mit euch quatschen will, ist die Frage, was meiner Ansicht nach die perfekte oder der perfekte Weg wäre, ein Monsterverse aufzubauen. Quasi das große, das Marvel-Universum, nur eben mit Godzilla, Kong und Co. Ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht, wo ich meinen würde, es würde am meisten Sinn ergeben, wenn man sich jetzt schon wirklich hinsetzt und eben sagt, okay, wir wollen ein Universum aufbauen. Das ist ja so die Voraussetzung. Man will ein Universum aufbauen, ob man davon Fan ist oder eben nicht. Aber es soll ja wirklich passieren. Und ich bin der Meinung, dass wenn sich ein Studio dazu entscheidet, ein Universum, ein Cinematic Universe aufzubauen, dann sollte man auch schauen, dass sich die Filme irgendwie zusammenhängend anfühlen. Und das war ja auch einer meiner großen Kritikpunkte an Godzilla Kong The New Empire. Der Film, der hätte so enden können und das wäre das große Finale. Ne, so die Erdoberfläche ist gerettet. Godzilla schläft im Kolosseum, alles cool. Kong und Shimo sind jetzt quasi die Könige der Hohlerde. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Wir haben jetzt keinen Aufbau mehr im Hintergrund, der uns erklären würde, okay, das muss aber jetzt noch kommen. Als Beispiel. Wir haben bei Marvel, haben wir während der allerersten Phase immer wieder diese Post-Credit-Scenes bekommen, die uns angeteased haben, dass da ein Mann ist, eben Nick Fury, der scheinbar einen größeren Plan hat, der von der Avengers-Initiative gesprochen hat. Da wussten wir, okay, das Ganze läuft auf irgendetwas hier heraus, hinaus, hinaus. Als wir dann die Avengers gesehen haben, haben wir da in der Post-Credit-Scene dann auf einmal Thanos gesehen, das allererste Mal. Auch da wussten wir jeden Film später, okay, da ist ein Plan. Comic-Nerds wussten dann sogar, okay, das geht in Richtung Infinity War oder auch Infinity Glove. Gibt es wohl auch irgendwie einen Comic? Nee, es wurde eben dann einfach Infinity War. Das heißt, du hast immer voraussehen können. Das fehlt dem Monsterverse auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier keine Weitsicht in irgendeiner Hinsicht. Das sollte man vielleicht langsam mal angehen. Man könnte zum Beispiel jetzt dahergehen und sagen, okay, wir haben jetzt Phase 1 abgeschlossen. Phase 1 könnten wir irgendeinen Namen noch verpassen. Das macht ja auch James Gunn beim DC-Universum mit Phase 1. Die heißt ja, glaube ich, von Göttern und Monstern oder irgendwie so ein Kram. Das könnte man jetzt auch einfach hier machen. Irgendwie Phase 1 vom Monsterverse ist eben jetzt vorbei mit Godzilla Kong. Und das nennen wir Aufstieg der Könige oder sowas. Godzilla ist jetzt ja ein König, der King of the Monsters. Und Kong ist jetzt eigentlich auch der König der Hohlerde. Sagen wir, Phase 1 heißt einfach Aufstieg der Könige. Jetzt sollte man dann damit anfangen,
die nächste Phase aufzubauen und die aber zusammenhängender gestalten. Unter anderem, dass man eben sagt, okay, wir wollen jetzt gucken, dass wir Destroyer in den Film oder in die nächste Phase reinbekommen. Und das ist noch nicht zu früh, hört mir zu. Mein Pitch für das kommende Monsterverse ist folgender. Destroyer wird in Phase 2 der Hauptantagonist werden. Das heißt aber nicht, dass wir nur Destroyer als Gegenspieler bekommen. Nein. Das bedeutet, dass wir im kommenden Godzilla-Kong-Film bekommen wir einen neuen Widersacher. Lasst's von mir aus Biollante sein. Wir bekommen jetzt eine krasse Geschichte mit Biollante, die irgendwie auch Gia mit einbindet, die dann zu Biollante wird. Einfach mal so ein bisschen auch Konsequenzen mit einbauen, so ein bisschen Tragödie. Minimal, muss ja nicht extrem sein. Und dann bekommen wir jetzt eben Biollante als Widersacher. Während wir aber Biollante als großen Gegenspieler von Godzilla Kong bekommen und während wir Biollante als großen Gegenspieler von Godzilla und Kong bekommen, stellt die Menschheit trotz allem nebenbei auch fest, dass durch den Oxygen Destroyer sich seltsame Mutationen bei bestimmten Tieren im Ozean breit machen. Also die fallen auf, Mutationen fallen plötzlich auf in Form von, plötzlich tauchen extrem große Urzeitkrebse auf. Noch nicht in der Größe von einem Destroyer, nein, lass die mal vielleicht, keine Ahnung, so ein 4 Meter großer Urzeitkrebs reicht ja erstmal schon für den Anfang. Das heißt, hier wird jetzt langsam schon aufgebaut, irgendwas stimmt da nicht. Und Fans würden jetzt bereits wissen, okay, das Ganze läuft jetzt auf Destroyer hinaus. Währenddessen haben wir dann eben die ganze Geschichte mit Biollante und der Film soll ja auch mehr Godzilla fokussiert werden. Das heißt, wir würden das Ganze dann ebenfalls auch mit Godzilla hauptsächlich eben abspielen lassen. Und Kong könnte ja in der Zwischenzeit den Menschen ebenfalls dabei helfen, herauszufinden, was diese Waffe, der Oxygen Destroyer, für Auswirkungen gehabt hat. Vielleicht sogar auch auf die Hohlerde, baut das von mir aus auch damit ein, dass das Ganze in die Hohlerde runtergesickert ist. Irgendwie so ein großer Aufbau nach und nach. Genau. Dann werden wir nebenbei eben sehen, wie Godzilla sich mit Biollante anlegt. Die Geschichte wird dann dabei fortgesetzt. Kong muss dann ebenfalls wieder mit in den ganzen Film integriert werden, weil wir haben jetzt nun mal Godzilla und Kong. Für mich wäre es schwer, mir jetzt zu erklären, warum Kong nicht helfen würde. Und das würde auch sehr gut passen. Weil wir dann irgendwann einen Kong bekommen, der plötzlich noch eine emotionale Bindung ja auch zu Gia aufgebaut hat. Das heißt, er würde Biollante nicht einfach angreifen können oder nicht einfach angreifen wollen. Wir könnten ja nochmal ein Rematch auch bekommen zwischen Kong und Godzilla, ein ganz kurzes. Und am Ende würden dann aber beide zusammen Biollante besiegen und damit logischerweise auch Gia töten. Das heißt, im nächsten Film hätten wir definitiv einen wesentlich gebrocheneren Kong, der ja vielleicht sich auch einfach mehr zurückziehen würde, der jetzt einen riesigen Verlust hat, weil der einzige Mensch, zu dem er wirklich eine extreme Bindung hatte, war im Endeffekt Gia gewesen. Die wäre jetzt aber einfach weg. Das heißt, der darauf folgende Film würde dann Godzilla erstmal aus der Gleichung nehmen und würde dann Godzilla extrem in den Fokus stellen. Das heißt, so sehr in den Fokus, dass man auch sagen könnte, der nächste Film darauf wäre ein reiner Godzilla-Film, ohne Kong. Weil jetzt hätten wir auch unsere Begründung, warum das so wäre. Kong wäre nicht mehr am Start, weil Kong eben aufgrund der Trauer und allem drum und dran sich zurückgezogen hätte. Irgendwo in die Hohlerde von mir aus. So, jetzt haben wir also Godzilla an der Oberfläche, Kong in der Hohlerde und die Menschheit versucht eben herauszufinden, was für Auswirkungen der Oxygen Destroyer auf die Umwelt generell hat. Parallel dazu sollten wir aber auch nicht vergessen, dass Ghidorah auch noch eine Rolle spielen sollte. Zumindest Ghidorahs Kopf ist ja immer noch aktiv oder auch einfach nur der reine Vorfall von Ghidorah. Denn die Menschen wissen ebenfalls, Godzilla kommt von der Erde, Kong kommt aus der Hohlerde. Ghidorah allerdings ist kein Titan wie die anderen beiden. Ghidorah kommt aus dem Weltall, das wurde ebenfalls gesagt. Die Menschen machen sich also jetzt in dem kommenden Film auf den Weg herauszufinden, wo Ghidorah wirklich herkommt. Da hätten wir jetzt dann auch die Chance, weiterhin aufzugreifen oder das erste Mal wirklich aufzugreifen,
was Ghidorah eigentlich für eine Spezies ist und auch noch so ein paar Dinge vielleicht zu erzählen, die jetzt nicht unbedingt Toho-getreu wären, aber die ganzen Mythos um Ghidorah weiter aufzubauen. Um aber diesen Planeten von Ghidorah zu finden, würden die Menschen mit der Zelle von Godzilla ins Weltall fliegen, da Godzillas Zellen aus bestimmten Gründen, weil ja beides Alphas sind, aggressiv auf Ghidorahs Zellen reagiert. Das würde Sinn ergeben, bin ich der Meinung. Das heißt, so hätten wir jetzt eben den Fall, dass jetzt hier nicht Mothra, sondern die Menschen Godzillas Zellen ins Weltall bringen würden. Das Ganze würde natürlich in irgendeiner Art von Unfall enden. Die Zellen würden irgendwie ins Weltall gelangen und dann würde daraus nach und nach ein Space Godzilla entstehen. Das heißt, wir hätten jetzt hier in Phase 2, die wir einfach Zerstörer nennen, hätten wir jetzt nebenbei den nächsten Gegner, nämlich einen Space Godzilla. Und weiterhin könnten wir die Geschichte weiter ausbauen, dass diese Urzeitkrebse weiter mutieren. Man könnte jetzt darauf eingehen, dass ebenfalls auffällt, dass die Urzeitkrebse nicht einfach nur größer werden, nein, die beginnen auch damit, eigenständige Lebensformen zu bilden, indem sie nach und nach quasi schon fast miteinander verschmelzen. Das wird ebenfalls nochmal später wichtig werden für unseren Destroyer, der jetzt aufgebaut wird. Das heißt, wir hätten jetzt hier einfach einen coolen Film mit Godzilla gegen Space Godzilla und nebenbei wird die ganze Destroyer-Thematik weiter aufgebaut. Dieser Film jetzt allerdings dürfte auch nicht einfach damit enden, dass Godzilla Space Godzilla besiegt und dann wäre alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Auch dieser Film muss eine Konsequenz haben, die sich auf spätere Filme weiter auswirkt. Dieser Film könnte jetzt wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht haben, dass die Menschheit nach dem Ereignis mit Space Godzilla sagt, okay, die Titanen kommen jetzt von allen Seiten. Die kommen von der Erde, die kommen aus dem Weltall. Die Erde muss sich jetzt gegen diese Kreaturen radikal beschützen. Jetzt könnte man damit anfangen aufzubauen, dass die Menschen nach und nach versuchen, immer mehr Kontrolle über die verschiedenen Titanen zu erlangen. Das heißt, sie könnten auch Godzilla jagen, der dann irgendwie sich ins Meer zurückzieht und eben verschwindet. Es könnte so eine kleine Hetzjagd beginnen, die dazu führt, dass sowohl Godzilla sich jetzt eben zurückzieht, weil er sich auch denkt, okay, die Menschen gehen jetzt gegen mich vor, also verschwinde ich einfach. Der will ja keine Menschen töten in der Regel, zumindest nicht bewusst. Und Kong ist auch erstmal aus der Gleichung rausgenommen, weil Kong ist in der Hohlerde. Jetzt im nächsten Film gehen wir also zurück in die Hohlerde und treffen dann dort einen komplett gebrochenen Kong vor. Auch Kong müsste jetzt hier wieder ein eigenes Abenteuer erleben. Dieses Abenteuer würde dann eine in meinem Kopf ziemlich amüsante und coole, ich will es nicht Buddy-Cop-Komödie, aber auf jeden Fall ein cooles Aufeinandertreffen zwischen Godzilla und Kong werden. Denn jetzt müsste nämlich Godzilla in die Hohlerde kommen, müsste irgendwie über seinen eigenen Schatten springen und einfach versuchen, Kong davon zu überzeugen, dass sie beide zurück auf die Erdoberfläche müssen. Sei es einfach nur, dass auch ein Godzilla herausgefunden hat, dass etwas Großes im Anmarsch ist, etwas Großes in Form eines Destroyers. Jetzt drehen wir also so ein bisschen die Storyline um und nicht mehr Kong muss jetzt Godzilla überzeugen, nein, die ganze Geschichte passiert jetzt eben andersherum. Wir würden dann hier auch ebenfalls wieder Shimo in der Hohlerde vorfinden und der ganze Film, der müsste jetzt nach meinem Verständnis keinen großen Oberbösewicht mehr bekommen. Man könnte trotz allem irgendwie sagen, okay, wir bringen von mir aus einfach auch die Menschheit an sich mit rein, dass die Menschen versuchen, in die Hohlerde runterzukommen und dann dort alles unter ihre Kontrolle zu reißen, was wir auch schon kurz in dem einen Comic angerissen hatten, der auch offiziell zum Kanon gehört. Und während dann diese gesamte Storyline in der Hohlerde weitergeht, würde an der Oberfläche der Erde jetzt wirklich Destroyer zum Vorschein kommen. Dem würde ich hier vielleicht noch ein, zwei Formen verpassen, dass wir jetzt zuerst seine erste Form sehen, die Einstiegsform, und die Menschheit jetzt in diesem Film gegen Destroyer vorgehen muss, während in der Hohlerde Godzilla versucht, Kong zu überzeugen, dass er ihm hilft und die Menschen sich aber auch nochmal einmischen und ebenfalls in der Hohlerde für Rambazamba sorgen. Der Film könnte dann wirklich damit enden, dass Destroyer an der Oberfläche ein enormes Chaos angerichtet hat und dass aus irgendeinem Grund das Portal in die Hohlerde versiegelt wird. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Godzilla und Kong, die in der Hohlerde gefangen sind, während Destroyer an der Oberfläche immer größer und immer mächtiger wird. Der jetzt darauf folgende Film wäre dann das Ende der zweiten Phase.
da würden wir dann eben sehen können, wie Destroyer seine komplette finale Form annimmt, wie die Menschen sich immer mehr versuchen, gegen Destroyer zu verteidigen. Zum Beispiel auch andere große Maschinen bauen, die vielleicht so ein bisschen auch an die Jäger von Pacific Rim erinnern. Es würde also ein richtiger Krieg ausbrechen, die Menschheit gegen Destroyer. Man könnte hier vielleicht sogar auch noch Mothra mit einbinden, dass Mothra irgendwie noch an der Oberfläche oben ist und dass sie jetzt der Schlüssel ist, wieder ein Portal in die Hohlerde runter zu formen, dass Godzilla und Kong zurück an die Oberfläche kommen können. Gerade was Mothra angeht, wäre hier vielleicht auch noch eine Idee angebracht, weil Mothra ist ja auch sehr spirituell, sehr übernatürlich, dass Mothra es irgendwie schafft, Kong zu vermitteln, ey, Gia ist zwar tot, aber sie ist immer noch da. Und dass er irgendwie Kontakt mit Gia aufnehmen kann, die vielleicht wie so eine Art Geisterwesen in diesen Pyramiden existiert. Ich weiß, es geht alles jetzt in eine sehr, sehr abgefahrene Richtung, aber das passiert ja auch so ähnlich in Toho. Also Toho scheut sich ja auch nicht davor, solche Storylines zu erzählen. Somit könnte also dann auch Kong von einer Gia überzeugt werden, okay, auch er muss mit an die Oberfläche kommen, weil zuvor einfach nur Godzilla alleine an die Oberfläche zurückgekehrt ist und er aber gegen Destroyer im Kampf verliert. Jetzt also taucht eine Gia als Geisterwesen wieder auf, schafft es Kong zu überzeugen, dass er zurück an die Oberfläche kommt und Godzilla und Kong kämpfen gemeinsam in einem wirklich apokalyptisch düsteren Szenario mit brennenden Städten zusammen mit der Menschheit gegen Destroyer. Ich würde jetzt hier in der Variante allerdings nicht den Weg gehen und würde sagen, ja, Godzilla muss jetzt hier sterben. Es hat ja Godzilla Junior erwischt im Original Toho-Film. Das würde ich jetzt hier einfach mal beiseite lassen, so ein bisschen. Godzilla und Kong schaffen es, Destroyer zu vernichten. Allerdings hat Destroyer währenddessen auf der Oberfläche so viel Zerstörung und Schaden angerichtet, dass die Menschheit selber jetzt wirklich keinen Unterschied mehr macht zwischen Destroyer oder Ghidorah und Godzilla und Kong. Das heißt, wir hätten jetzt hier mit dieser Phase ein Ende der Zerstörerphase, also quasi Phase 2 wäre jetzt hiermit ebenfalls vorbei. Und in der dritten Phase würde es dann irgendwie in diesen All-Out-War gehen. Destroy all Monsters, die Menschheit würde jetzt irgendwie final gegen alle Titanen vorgehen. Wir hätten also jetzt einen neuen Titanen-Weltkrieg, der diesmal aber nicht Titanen gegen Titanen ist, sondern diesmal Titanen gegen die Menschheit wird. So, diese Storyline könnte man jetzt eben auch noch über 4 oder 5 Filme durchziehen, wahrscheinlich eher 4 als 5 Filme. Und man könnte das Ganze dann ebenfalls damit enden lassen, dass die Menschheit in der Verzweiflung gegen die Titanen, während die ganze Welt immer mehr zerstört wird in diesem sinnlosen Krieg, dass die Menschheit irgendwie einen Weg finden möchte, durch das Axis Mundi möglicherweise in der Zeit weiter vorzuspringen, aber sie gelangen aus Versehen in den sogenannten Breach. Und dann würde die darauf folgende Phase, also dann die vierte Phase, wäre dann eine Phase, wo wir ein Crossover mit Pacific Rim bekommen würden. Das heißt, wir hätten Phase 1, die wir aktuell gesehen haben, die geht von Kong Skull Island bis Godzilla Kong The New Empire. Das wäre die Aufstieg der Könige-Phase. Dann haben wir Phase 2, das wäre eben dann die Destroyer-Phase oder auch die Zerstörer-Phase. Phase 3 wäre dann eben die Destroy All Monsters-Phase. Und die Phase 4 wäre dann, keine Ahnung, wie wir sie nennen, Pacific Rim meets Monsterverse-Phase oder so. Und das könnte man so weiter aufbauen. Ich finde, wenn man eben sagt, man möchte ein Universum aufbauen, dann wäre das in so einer Form der richtige Weg. Jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr davon haltet, was ihr von meiner Idee haltet. Würdet ihr mein Monsterverse im Kino gucken? Was habt ihr noch für andere Ideen? Schreibt mir alles in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.